Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mit in eine etwas kürzere Yoga-Einheit. Sie macht wach, ist ein wenig aktivierend, aber auf so eine ganz, ganz ruhige, entspannte Art. Auch wenn man schon ganz viel Erfahrung mitbringt, ist es manchmal einfach schön, so einfache Haltungen, einfache Übergänge nochmal zu praktizieren und zu schauen, ob man das sich noch leichter machen kann, ob man noch mehr Mühelosigkeit und Schönheit in der Bewegung finden kann. Und wenn du gerade erst anfängst, dann ist es auch eine wunderschöne, fließende Yoga-Einheit, um einfach mal in den Körper reinzuspüren, den Atem zu vertiefen und den Stress einfach wegfließen zu lassen. Wenn du darauf Lust hast, roll deine Matte aus und lass uns einfach anfangen. Komm in Sitzen an. Leg locker einen Fuß vor den anderen. Nimm wahr, wie der Atem kommt und geht. Und nimm wahr, wo dein Körper vom Atem bewegt wird. Lass deine Achse noch mal so ein bisschen schwingen. Nach rechts und links. Nach vorn und hinten. Alles darf mitkommen. Und dann such dir eine der kommenden Einatmungen aus. Die Einatmung trägt die Arme über die Seite nach oben. Räkel dich hier in die Länge. Und ausatmend kommen die Hände auf dein Brustbein. Lass hier dreimal den Atem durch die Nase kommen. Und durch den offenen Mund wieder gehen. Wiederhol das in deinem Tempo. Und dann löst die Hände wieder. Schaukel hier noch mal ein bisschen nach rechts und links. Lass das langsam größer werden. Wenn du das nächste Mal nach links schaukelst, fang dich mit deiner linken Hand auf. Die rechte Hand hängt hier über. Schaukel ein bisschen nach vorne und nach hinten mit der oberen Schulter. Nimm wahr, wie die Dehnung in deiner rechten Seite sich dabei verlagert. Mal mehr nach vorn, mal mehr nach hinten. Eine der nächsten Einatmungen, hebt die obere Hand an. Ausatmend, lass sie wieder sinken. Linke Hand kommt ans rechte Knie. Dreimal wachs hier in die Länge mit der Einatmung. Lass alles wieder locker werden mit der Ausatmung. Wiederhol das. Eine der nächsten Einatmungen, hebt die hintere Hand an. Rüber zur anderen Seite.
Schauke hier ganz weich, rechts und links. Wenn du magst, lass die Schultern nochmal zu den Ohren hochkommen. Lass sie dann ausatmend wieder sinken. Weg von den Ohren. Wiederhol das nochmal. Und eine Einatmung, heb dich wieder an. Die Hände kommen hinter dir zum Boden. Öffne das Brustbein nach oben. Und wenn du magst, recke mal das rechte und mal das linke Schlüsselbein in Richtung Himmel. Eine Einatmung, heb das Brustbein noch mehr an. Und dann komm zurück in deine Achse, schaukel dabei gern so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, pendel dich ein, spür einen Moment nach. Und dann öffne die Augen, lehn dich nach rechts und das linke Bein öffnet sich. Dann lehn dich nach links hinten, sodass das rechte Bein sich öffnen kann, ganz weit. Und schaukel dir dann deinen Weg nach vorn in eine Vorbeuge rein. Die nächste Einatmung hebt dich an. Die Ausatmung lässt dich wieder sinken. Nacken wird weich. Die Einatmung hebt dich. Die Ausatmung lässt dich sinken. Einatmung hebt dich. Die Ausatmung lässt dich wieder sinken. Und eine Einatmung. Träg die Schultern wieder nach oben. Die Hände laufen zurück. Und dann bring die Füße wieder voreinander. Die Knie können nach außen sinken. Und wechsel die Füße einmal aus, sodass der andere Fuß vorn liegt als vorhin. Komm auch hier wieder ganz bei dir an. Wenn du magst, roll auf den Sitzbeinknochen nochmal ganz langsam nach vorn und hinten. Dorthin, wo deine innere Achse sich besonders lang anfühlt. Eine Einatmung, trägt die Arme nach oben. Ausatmend kommen die Hände wieder bis aufs Herz. Schaukel hier ein wenig. Nach rechts und links. Und dann löst die Hände, schaukel weiter. Lass das langsam immer größer werden. Und wenn du das nächste Mal rechts angekommen bist, fängt dich deine Hand auf. Der linke Arm fließt über. Schaukel hier ein bisschen nach vorn, ein bisschen nach hinten. Mit der oberen Schulter. Und eine Einatmung, heb die obere Hand. Spür die Luft zwischen den Fingern. Ausatmend sinkt die Hand und zieht dich hinterher. Komm im Sitzen an. Die rechte Hand kommt ans linke Knie. Lass dich hier ausgedehnt werden von der Einatmung. Lass ausatmend alles wieder schmelzen. Wiederhol das. Und die nächste Einatmung trägt die hintere Hand über oben, rüber zur anderen Seite. Schaukel hier ganz weich, rechts und links. Der Nacken ist ganz lang, ganz weich. Und eine Einatmung hebt die Schultern wieder nach oben. Die Hände legen sich mal kurz auf den oberen Bereich der Oberschenkel, lehn dich da so ein bisschen rein, spür das Gewicht, spür die Wärme deiner Hände. Und dann kommen die Hände nach hinten, das Brustbein öffnet sich hier. Wenn du magst, schaukel ein wenig, lass mal das rechte und mal das linke Schlüsselbein nach oben scheinen. Lass mal das rechte und mal das linke
Schlüsselbein sich nach oben räkeln. Wenn du magst, kannst du dir das auch vorstellen, dass du hier Scheinwerfer hast und die wollen nach oben wie so ein Disco-Scheinwerfer scheinen. Eine Einatmung, heb dein Brustbein an. Und dann schaukel nach rechts und links, komm zurück in deine Achse, spür einen Moment nach. Eine Einatmung, träg die Arme nochmal nach oben. Ausatmen, komm die Hände aufs Herz. Lass den Atem nochmal durch die Nase kommen. Durch den offenen Mund gehen. Wiederhol das in deinem Tempo. Und dann löst die Hände. Wenn du jetzt noch dicke Socken trägst oder einen dicken Pulli, irgendwas, wo du denkst, dass du das in den aktiveren Teilen der Stunde oder der Einheit nicht brauchst, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Sachen auszuziehen. Die Füße haben dann auch ein bisschen mehr Halt am Boden, auf der Matte. Das heißt, zieh die Socken aus, es sei denn, du hast gerade sehr kalte Füße und wartest einfach noch, bis die wieder warm geworden sind. Finde deinen Weg, in einen Vierfüßlerstand zu kommen. Schau, geh mit dem Becken so ein bisschen nach rechts und links. Wenn du magst, kannst du es auch kreisen lassen, über rechts nach vorn, über links wieder nach hinten. Ein paar Mal in deinem Tempo. Oh, und dann wechsel hier auch nochmal die Richtung der Kreise. Und dann lass das zur Ruhe kommen. Lass deine ganze Wirbelsäule sich jetzt mal so ein bisschen durchräkeln, als wollte sie tanzen oder als wollten alle Wirbel sich mal so ein bisschen bewegen, in jede Richtung, in die sie sich bewegen lassen. Jeder einzelne Wirbel. Ganz frei, ganz locker. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Mach einfach, was dir gut tut. Und vielleicht gibt es hier oder da einen Punkt, wo du die Dehnung besonders deutlich irgendwo im Rücken spürst. Und dann ist das ein guter Punkt, um da ein bisschen zu bleiben, den Atem zu verlängern. Und dann irgendwann weiter zu tanzen mit deiner Wirbelsäule. Wenn du magst, kannst du auch hier die Schulter nochmal zu den Ohren ziehen und sie dann bewusst wieder von den Ohren wegsinken lassen. Und dann lehn dich mal so weit nach links, dass dein rechtes Knie fast von allein vom Boden wegkommt und der rechte Fuß über außen nach vorn treten kann. Du kannst hier gerne noch mal dein hinteres Knie ein wenig nach hinten und außen ruscheln und den vorderen Fuß so ein bisschen nach vorn krabbeln lassen. Schön ist, wenn du ungefähr einen rechten Winkel zwischen Boden und Unterschenkel hier vorne hast, dann ist das sehr stabil. Lass das Becken so weit es geht nach vorn sinken und schaukel ein wenig mit den Schultern nach rechts und links. Atme da rein, ganz lange tiefe Atemzüge. Schau, wo du die Dehnung spürst. Es kann sein, dass du das an dem einen Tag mehr hier im Bereich der Leiste spürst und am nächsten Tag vielleicht mehr so im Bereich der Hüftbeuge auf der rechten Seite. Schau, was dein Körper gerade braucht, was dein Körper gerade merkt. Und dann krabbelt der hintere Fuß ein Stückchen ran. Stell da die Zehen auf, lass das nach vorn krabbeln. Eine Einatmung, heb dein Becken hier in so eine Vorbeuge. Die Knie können gern gebeugt sein. Du kannst dich auch auf dem Oberschenkel abstützen. Schau, auf welche Höhe du eine angenehme Dehnung in der Rückseite vorm vorderen Bein spürst. Vielleicht auch im Rücken. Da schaukel ein wenig nach rechts und links.
Eine Ausatmung, beug beide Knie. Eine Einatmung, träg dich nach oben, der Oberkörper kommt mit, die Arme auf. Und ausatmend senkt sich das Becken, das vordere Knie beugt sich. Die Einatmung trägt dich wieder nach oben. Ausatmend achte darauf, dass das vordere Knie in Richtung der Zehen zeigt. Einatmung, heb dich nach oben. Ausatmend lass die Schultern wieder sinken. Und die nächste Einatmung trägt dich wieder nach oben. Diesmal dreht sich der hintere Fuß mit der Ferse zum Boden. Das Becken darf so ein bisschen zur Seite gucken. Und die Arme öffnen sich in deinen zweiten Krieger. Bleib hier, drei tiefe Atemzüge. Die Einatmung dehnt dich aus, heb dich so ein bisschen. Die Ausatmung lässt Schultern und Becken wieder sinken. Die Einatmung dehnt dich aus. Stell dir vor, die Finger wollen von dir weg sich räkeln. Ausatmen, sinken die Schultern. Einatmen, dehn dich aus. Und ausatmen, wird alles wieder weicher, auch die Ellenbogen. Die nächste Einatmung trägt dich ganz nach oben. Das vordere Bein wird lang, die Arme heben sich. Ausatmen, fließen die Finger wieder in die Weite. Die Einatmung hebt dich wieder an. Die Ausatmung lässt die Finger in die Weite fließen. Einatmung trägt dich nach oben. Und ausatmen. Fließen die Hände auseinander. Fokussiere nochmal das Ziel des Kriegers in der Ferne. Guck nochmal, dass das vordere Knie nicht nach innen oder außen wegkippt, sondern über die Zehen zeigt. Atme hier noch ein paar Mal ganz tief. Einatmung kann dich so ein bisschen heben. Die Ausatmung kann dich ein bisschen weicher werden lassen. Und dann kommt die Hinterhand auf das hintere Bein, das lange Bein. Rechte Seite wird lang, friedvoller Krieger. Mit einer Ausatmung schmilzt nach vorn. Stütz dich auf dem vorderen Oberschenkel ab. Du kannst auch den Unterarm ablegen. Eine Einatmung trägt dich wieder nach hinten. Friedvoller Krieger. Und ausatmen nach vorn. Linke Seite wird lang. Die Einatmung hebt dich wieder an nach hinten und oben. Ausatmen, schmilzt nach vorn. Linke Seite wird lang. Und dann guckt der Bauch wieder zum Boden zurück. Die linke Hand findet den Boden. Und dann lehn dich hier mal so weit nach links, dass du den rechten Fuß lösen kannst und der rechte Fuß tritt nach hinten. Du kommst in so eine lange Linie über dem Boden. Die Knie können sich auch zum Boden senken, wenn es zu viel wird. Schaukel so ein bisschen mit dem Becken nach rechts und links. Und dann senk die Knie auf jeden Fall. Eine Einatmung öffnet dein Brustbein nach vorn. Heraufschauender Hund. Und dann wird dein Becken über oben nach hinten getragen, in die Stellung des Kindes. Lass die Stirn hier am Boden ankommen. Atme weiter und schau mal, wie dabei dein Rücken bewegt wird. Dadurch, dass nach vorn zum Bauch hin nicht so viel Platz ist, kann der Rücken besonders gut bewegt werden. Und all die Fasern deines Bindegewebes, das, was die Muskeln umhüllt, die Faszien, was da gern mal so ein bisschen verspannt ist im Rücken, verklebt ist, das wird jetzt durch den Atem so ein bisschen bewegt, sodass es wieder gut aufeinander gleiten kann. Atme ganz bewusst bis in den unteren Rücken rein. So tief du kannst. Ganz locker. Und dann laufen die Hände zurück. Die Schultern werden angehoben. Komm hier mal in deinen Fersensitz. Nur so ein paar tiefe Atemzüge. Falls das unangenehm ist für die Sprunggelenke, kannst du da auch gern
ein paar Decken unter den Po oder unter die Sprunggelenke stopfen. Atme hier ein. Nimm wahr, wie der Atem dich bewegt. Lass deinen Körper so weich und locker werden, dass er bewegt werden kann vom Atem. Der Atem ihn ausdehnen kann und wieder sinken lassen kann. Und eine der nächsten Einatmungen trägt die Arme dann wieder über die Seite nach oben. Ausatmen, kommen sie auf dem Brustbein an. Und dann zieht dein Scheitel nach vorn. Die Hände kommen unter die Schultern, die Knie unter die Hüftgelenke. Die Füße stellen sich hinten auf und eine Einatmung hebt hier dein Becken nach oben. Und deinen herabschauenden Hund schaukel mal ein bisschen nach rechts und links. Die Knie können gern gebeugt sein. Stell dir vor, die Pobacken wollen ganz weit nach hinten und oben in den Raum hinter dir hineinziehen. Schaukel hier ein bisschen nach rechts und links. Wenn du magst, tritt mal mit dem linken Fuß und der rechten Hand in den Boden, schieb da rein und dann andersrum. Finde deine Variante. Du entscheidest in jeder Haltung, wie viel oder wie wenig Bewegung dein Körper da gerade braucht. Und dann lass die Knie wieder sinken zum Boden. Komm im Vierfüßlerstand an. Die rechte Hand tritt so ein bisschen nach außen, lehn dich so weit nach rechts, dass der linke Fuß fast von allein vom Boden wegkommt, das Knie vom Boden wegkommt. Und dann kann der Fuß hier so nach vorn gleiten, neben die linke Hand. Krabbel da so weit nach vorn, dass dein Becken sinken kann nach vorn und unten, so weit wie möglich. Atme dorthin, wo du die Dehnung spürst. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Schaukel mit den Rippen ein wenig nach rechts und links im Raum. Und dann stellt sich der hintere Fuß auf und krabbelt ein kleines bisschen nach vorn. Stellt sich dort wieder auf und eine Einatmung hebt dein Becken an in die Vorbeuge. Du kannst hier dich auch gern wieder auf dem Oberschenkel abstützen oder vielleicht, wenn du einen Block hast, die rechte Hand auf den Block stellen. Finde deine Variante, die Knie können leicht gebeugt sein. Find eine Haltung, wo du die Dehnung in der Rückseite vom vorderen Bein spürst, aber auch im Rücken vielleicht, im Nacken. Atme hier rein. Schaukel ein bisschen nach rechts und links. Stell dir vor, dass warmes Wasser deinen Rücken runterläuft und alle Spannung dort mitnimmt. Auch aus dem Nacken. Der Kopf wird ganz schwer und locker. Und dann beugen sich die Knie. Eine Einatmung trägt dich nach oben. Die Arme kommen mit. Ausatmend sinken die Schultern, das Becken sinkt auch. Die nächste Einatmung hebt dich hier wieder an. Ausatmend, achte einfach mal drauf, dass das vordere Knie in Richtung der Zehen zeigt, nicht nach innen oder außen. Die Einatmung trägt dich nach oben. Ausatmend, lass dich wieder sinken. Falls das hier sich instabil anfühlt, tritt einfach mit einem der Füße ein bisschen weiter nach außen, dass du breiter stehst. Die Einatmung trägt dich nach oben. Und diesmal dreht sich der hintere Fuß mit der Ferse zum Boden aus. Das Becken öffnet sich so ein bisschen zur Seite. Ausatmend, komm in deinen zweiten Krieger. Auch hier guck, dass das Knie nicht nach innen oder außen wegkippt, sondern zu den Zehen zeigt. Bleib hier ein paar Atemzüge. Die Einatmung dehnt dich aus, die Finger räkeln sich von dir weg.
Und ausatmend werden die Ellbogen und die Schultern weicher und sinken ein bisschen. Die Einatmung dehnt dich aus. Füße schieben in den Boden. Ausatmend lass Schultern und Becken wieder sinken. Und noch einmal. Richte dich aus zum Ziel des Kriegers in der Ferne. Als würdest du am Meer zum Horizont schauen. Ausatmend wird alles wieder weicher. Und dann kommt die Hinterhand auf das hintere Bein, auf das lange rechte Bein. Einatmen, dehnt die linke Seite aus. Und ausatmen, schmilzt du nach vorn, stützt dich auf dem vorderen Bein ab, rechte Seite wird lang. Du kannst hier auch den Ellenbogen ablegen. Und eine Einatmen, träg dich wieder nach hinten und oben. Die Ausatmung lässt dich wieder nach vorn fließen, rechte Seite wird lang. Einatmen, träg dich in den friedvollen Krieger. Linke Seite wird lang. Und ausatmen nach vorn. Rechte Seite wird lang. Dann guckt der Bauch wieder zum Boden. Die rechte Hand kommt auch am Boden an. Lehn dich so weit in die rechte Hand, dass dein linker Fuß kein Gewicht mehr tragen muss und nach hinten treten kann. Du kannst auch die Knie wieder zum Boden bringen, wenn das angenehmer ist. Und hier in deiner langen Linie über dem Boden, lass den Bauch mal mehr nach links schauen. Vielleicht wird da die linke Hand ein bisschen leichter am Boden und dann nach rechts. Alles bewegt sich von deinem Bauch, von deiner Mitte her. Knie können ein bisschen gebeugt sein. Schau, dass du weiter atmest und spür die Kraft in deiner Mitte. Und dann komm in der Mitte wieder an. Die Knie senken sich jetzt auf jeden Fall zum Boden. Und eine Einatmung öffnet dein Brustbein, heraufschauender Hund. Dann wird dein Becken über oben nach hinten getragen. In die Stellung des Kindes. Lass die Stirn hier ruhen. Falls die Stirn nicht so gut am Boden ankommen kann, kannst du auch die Stirn auf die gefalteten Hände legen. Und in deiner Variante des Kindes atme weiter. Und war wieder atmen in dieser Haltung. Den Rücken besonders gut öffnen und weiten und lockern kann. Falls du noch Reste von Spannung in deinem Gesicht spürst oder in deinem Kiefer, kannst du hier gerne noch mal ein paar Grimassen schneiden. Vielleicht mal die Augen ganz weit aufreißen, den Mund öffnen, die Zunge rausstrecken. Wie so ein brüllender Löwe. Und dann alles wieder klein zusammenknautschen, ein paar Kreise mit dem Mund malen in die eine und andere Richtung. Was auch immer dir einfällt. Und dann lass das wieder los. Lass das Gesicht ganz locker werden. Und dann roll dich nochmal auf. Deine Schultern werden angehoben. Komm in deinen Fersensitz. Spür einen Moment nach. Nimm wahr, wie der Atem dich auch hier bewegt. Vielleicht magst du ein paar Decken unterlegen, drunter stopfen unter den Po. Nimm wahr, in welchem Tempo dein Atem kommt und wieder geht. Einatmen und ausatmen. Ausdehnen und locker werden. Ein und aus. Dann öffne die Augen. Dein Scheitel zieht dich nach vorn. Noch einmal. Komm in den Vierfüßlerstand. Die Füße stellen sich auf. Eine Einatmung hebt dein Becken wieder an. In den herabschauenden Hund. Schauke hier mit dem Becken. Ein bisschen nach rechts und links. Und da, wie die Dehnung im Rücken sich dabei verändert. Und dann schaukel mal so weit nach rechts, dass der linke Fuß kein Gewicht mehr trägt und
ein Stückchen nach vorn treten kann. Dann schaukelst du mit dem Becken so weit nach links, dass der rechte Fuß locker nach vorn treten kann und die Hände können mitlaufen. Die sind nicht irgendwo festgenagelt oder in Beton gegossen. Alles bewegt sich langsam nach vorn auf deiner Matte, in den vorderen Bereich deiner Matte rein. Und dann zieht das Becken wieder ein bisschen zurück, sodass du in der Vorbeuge ankommst. Schauke hier noch mal ein bisschen nach vorn und hin, nach rechts und links. Die Knie beugen sich und dann roll dich immer auf, Wirbel für Wirbel, zum Stehen. Eine Einatmung, heb die Arme über die Seite nach oben. Spür die Luft zwischen den Fingern aus, atmen, tauch wieder ab. Nach vorn und unten, Nacken wird lang. Wiederhol das, die Knie beugen sich, eine Einatmung trägt dich nach oben. Ausatmen, tauch wieder ab. Nach vorn und unten. Und noch einmal, roll dich auf Wirbel für Wirbel. Diesmal bleib hier oben und die Hände kommen ausatmend auf deinem Brustbein an. Handflächen aneinander. Schaukel hier nochmal nach rechts und links. Nach vorn und hinten. Spür nach. Vielleicht spürst du auch dein Herz, wie es für dich schlägt. Unter den Daumen, unter dem Brustbein. Mit einer Ausatmung lösen sich die Hände. Und ich zeige das jetzt bloß mal von vorne. Einatmen, trägt die Arme über die Seite nach oben. Diesmal greif mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk. Zieh das so ein bisschen nach oben raus und dann rüber in eine Seitneigung. Schaukel hier ein wenig nach vorne und hinten. Und einatmen, heb dich wieder an. Greif das linke Handgelenk mit der rechten Hand, zieh das so ein bisschen nach oben und dann rüber zur Seite. Auch hier schauke nach vorne und hinten. Atme ganz tief in deine linke Seite rein. Und eine Einatmung trägt dich wieder nach oben. Ausatmend lass die Hände sinken. Spür nach. Wenn du magst, bring die linke Hand einmal aufs Brustbein und die rechte auf den unteren Bauch. Schauke hier ein bisschen nach rechts und links, nach vorn und hinten. Nimm wahr, was nachklingt in deinem Körper. Dann lösen sich die Hände. Einatmen, trägt noch einmal die Arme über die Seite nach oben. Spür die Luft zwischen den Fingern. Ausatmen, kommen die Hände auf deinem Herzen, auf dem Brustbein an. Knie können noch mal ein bisschen weich werden, locker werden, sich beugen. Und dreimal lass hier den Atem durch die Nase kommen. Und durch den offenen Mund wieder gehen. Wiederhole das in deinem Atemrhythmus. Dann öffne die Augen. Schau mal, auf welcher Höhe dein Blick landet im Raum. Schau, ob das so ist, als würdest du am Meer zum Horizont rausschauen, in die Ferne, zum Ziel. Und wenn es weiter unten oder oben ist, pendel das mal ungefähr auf Horizonthöhe, auf Augenhöhe ein. Nimm dieses Gefühl mit. Lass deine Achse nochmal schaukeln. Spür deinen Atem. Spür dein Herz. Und dann bedank dich bei dir selbst für diese kleine Yoga-Praxis heute und nimm dieses Gefühl, immer mal zu schaukeln, den Atem zu spüren, mit der Ausatmung weicher und lockerer zu werden. Nimm das mit in deinen Alltag. Und dann danke ich dir fürs Mitmachen und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat,
Abonnier meinen Kanal und besuch mich auf www.tanzkörpertraining.de. Dort kannst du dir auch kostenlos deinen Übungskalender zur 21-Tage-Yoga-Challenge herunterladen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald auf der Matte wieder. Bis dahin!